Ja, die Sammelleidenschaft, die habe ich von meinem Vater geerbt. Und das war für mich natürlich ein totales Glück, dass wir das Falco bekommen haben. Jeder Flohmarkt, Internet, ich habe alles durchforstet. Jetzt können wir präsentieren, was da zusammengekommen ist. Irrsinnig viel goldene Schallplatten, tolle Bilder, die es ja sonst nicht zu sehen gibt. Also wenn wer herkommt, da kann er schon was sehen. Als Kind der 80er Jahre bin ich wie die meisten meiner Generation gar nicht umhin gekommen, ein Falco-Fan zu sein. Und so freut es mich natürlich, dass es uns hier in diesem Lokal gelungen ist, für diesen doch bedeutenden österreichischen Künstler ein kleines Denkmal zu setzen. Wir möchten aber nicht nur ein Lokal für die reinen, eingefleischten Falco-Fans sein, sondern für alle Wienerinnen und Wiener und vereinzelt natürlich auch Gäste, die uns aus dem Ausland besuchen. Dem Rechnung zu tragen, versuchen wir mit einer ehrlichen, einfachen Speisekarte zu moderaten Preisen, wie sie auch dem Falco geschmeckt hätten. Da kann ich euch wirklich was Besonderes zeigen. Das gibt's nur bei uns im Falco. Ein bisschen ein Werbegag, aber trotzdem was Besonderes. Das ist eine limitierte Flasche mit der Falco-Unterschrift und für jeden Sammler eigentlich ein Muss. Das füllen wir noch mit unserem guten Bier, mit dem Hausbier. Und ich glaube, dass diese Flasche niemand wegschmeißt, weil das ist ein Sammlerstück, was man nie wieder bekommt.